eine Frau? Esther? Nein, Heike oder so. Was willst du im Finale? Hä, was kannst du denn Feines? Ach stimmt, du bist der, der hier die Mamas beleidigt. Und am Ende seiner Zeilen wie ein Behinderter lacht. Weil's ja sonst keiner merkt, wenn du was Witziges sagst. So was Lustiges wie Hurensohn. Dass du da lachst, versteh ich. Hey Esther, sag mal Penis. Du Double Time zu singst, das beeindruckt die Massen. Ist halt cooler auf verschiedene Arten Scheiße zu quatschen. Du sagst Leuten, sie wären Standard. Wie schlau du Spaß bist, da doch Esther nur ein anderes Wort für austauschbar ist. Ich mein, du unterscheidest dich von Louis die Nadel nur durch die Haare. YOLO, Dicker. Hey Bergmann, hast du was für ne Hook gegen Esther? Nee, aber Muffins gebacken, hier esst mal. Lecker, was läuft in der Glotze? Nur Rotze. Yeah, nigga, schalt mal auf Fox, yeah. Esther, du Pimmel, dich zu battlen ist so spannend wie sich anzuziehen oder Fang zu spielen. Pass mal auf, du wirst dein Glas gleich um. So Esther, das war unser Finalhook, du Schwuchtel. Und das ist die Bridge, die Esther gerne macht, die keiner leisen hat, aber hört sich ja gut an. Und denk von dem ich sie nach. Du bist kein Hurensohn, du tust nur so. Nachdem ich deine Runden beinahe alle angesehen hab, frag ich mich, hattest du jedes Mal den gleichen lahmen Gegner? Jeder ist ein Hurensohn und jeden willst du schlagen. Warum? Liegt es daran, dass die Böse zu dir waren? Oder gibt's für deine Texte eine Checklist oder Blaupausen mit variierten Mutterlines und Zeilen übers aufs Maul hauen? Trailer Park hat neulich so einen Status geteilt. Ich bin mir sicher, irgendwann machst du auch daraus eine Line. Mir fällt auch eine ein, ich glaube, die nehme ich. Deine Mom kennt deine Runden und sie schämt sich. Was soll immer dieses Grinsen? Warum freust du dich so? Ich werd gefilmt, ich bin wichtig. Nein, voll der Idiot. Zeig mal deine Liste, was käme jetzt für ne Line? Na klar, einfach irgendein Dreck, der sich reimt. Esther reimt sich auf Zweckreim, Esther reimt sich auf Kacke, Esther reimt sich auf belanglos, Esther reimt sich auf Matsche. Gibt's von dir auch Tracks außerhalb des VBTs? Ja klar, RBA-Runden, Tausende. Okay, lass mich einfach gewinnen, Mann, das dankt dir auch ganz vielmals. Niemand will nen Act mit nem Punch-Arroganz-Feature. Hey Bergmann, hast du was für ne Hook gegen Esther? Nee, aber Muffins gebacken, hier, esst mal. Lecker, was läuft in der Glotze? Nur Rotze! Yeah, nigga, schalt mal auf Fox, yeah! Esther, du Pimmel, dich zu battlen ist so spannend wie sich anzuziehen oder Fang zu spielen. Pass mal auf, du wirfst dein Glas gleich um. So, Esther, das war unser Finalhook, du Schwuchtel.